Zurück bei Pokémon Schwert. Und wir sind wieder da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Auf dem Weg zur Professorin Miraculix. Ich habe den Namen vergessen. Melancholie. Wird sich noch wieder zeigen. Oh, wieso hatte das Pokémon da gerade so einen gelben Schimmer? Hey, Desert! Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich die... Falls nicht, erklär's ich's dir. Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delien? Jedes Pokémon gehört ein oder zwei Typen an. Und jeder Typ hat Stärken und Schwächen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir ein Team von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen gegenseitig ausgleichen können. Aber gut, genug der trockenen Theorie. Ich bin schon ganz heiß darauf, dir zu zeigen, wie man Pokémon in der Praxis fängt. It's Champ Time! Ein Volley. Das ist aber nicht mehr sein Glurak. Du hast es sowas von drauf, Delien. Ihr habt ja ein paar Pokebälle. Versprecht mir, dass ihr fleißig Pokémon fangt. Hier in der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. Nur 20? Wenn ihr ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainer, die ihr unterwegs trefft, um eure Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Wart's nur ab, ich werde 0, nichts das allerbeste Team der Welt beisammen haben. Die Professorin wird den Mund vor Staunen gar nicht mehr zukriegen. Na, dann holen wir uns doch gleich mal so einen Voldi hier. Oh, da war ein Fuchs rechts irgendwie. Will ich auch haben. Level 6. Dann kriegt er mal eine Blut von uns. Okay, das macht nicht so viel. Oh nein, keine Parallel. Es war so klar. Mann, ich wollte doch nur ein Pokémon fangen. Dadurch, dass wir paralysiert sind, ist er jetzt auch schneller als wir. Aber er brennt. Aber ich denke, einmal greifen wir noch an und dann können wir schon mal einen Pokéball einsetzen. Los, Pokéball! Gotcha! Und wir haben einen Voldi! Und Level 8. Alter, gibt's dafür viele Erfahrungspunkte. Das fand ich immer übertrieben. Einfach so schnell zu leveln. Beim Rennen erzeugt es Elektrizität und seinen Schwanzansatz. In der Gala-Region erfreut es sich bei Hirten großer Beliebtheit. So, was lief denn hier noch rum? Dich schnappen wir uns auch noch. Ein Klepti-Fuchs. Das sieht auch ganz cool aus. Hat was. Kann man nochmal ruckzuck.
und dann werfen wir mal wieder einen Pokéball. Ja, die Pokémon suchen alle einen neuen Trainer. Es stibitzt Futter, das andere Pokémon gefunden haben. Dank der samtweichen Ballen an seinen Pfoten ist sein Gang lautlos. Ein Unlicht-Pokémon. Interessant. War das Eichhörnchen, fangen wir später. Oder fangen wir... wir fangen später. Den Namen schon wieder vergessen. Oh, hier sind gerade so viele. Nein, verdammt. Oh, was ist das? Ein Zensekt. Bestimmt ein Käfer-Pokémon. Also wenn wir Blut einsetzen, wird es wahrscheinlich gleich weg sein. Dann machen wir mal Ruckzucki. Ja, und das reicht dann auch schon. Also langsam sind wir auch schon echt gedamaged hier. Was ist das hier ein Poképokémon? Ah, alles klar. Nur noch Paraheimer Trank. Alles klar. Zensekt ist ein schlaues Pokémon, da es immer fleißig Informationen sammelt. Seine Stärke lässt jedoch zu wünschen übrig. Oh, dann habe ich ja das richtige Pokémon jetzt gefangen. Da ist ein Trainer, dann sollten wir vielleicht nochmal zurückgehen und irgendwie Pokémon heilen. Nein, Voldi, lass mich in Ruhe. Ich habe schon eins. Ach, Merde. Ich bin jetzt mal etwas wagemutig. Will jetzt nicht noch weiter gedamaged werden. Wir werfen einfach mal bei voller Gesundheit ein Pokémon. Hat ja bei den Champ auch geklappt. Jawoll. So geht's natürlich auch. Schon Level 9. Nur von ein paar Pokémon fangen. Es ist von Natur aus sehr mutig und fordert daher jeden noch so starken Feind heraus. Selbst wenn es den kürzeren zieht, dient es dies seinem Training. Oh, hier glitzert was. Einen Beleber haben wir gefunden. Also versteckte Items blitzen jetzt auch. Blitzen? Funkeln. Glitzen wollte ich sagen. Glitzen war das Wort, was ich gesucht habe. Oh, haben wir tatsächlich schon 5 Pokémon? Na gut, ich denke mal hier, die meisten davon werden uns eh nicht lange begleiten. Aber wir wollen auch den Pokédex soweit es geht füllen. Daher nehmen wir alles mit, was wir bekommen können hier. Ja, mich juckt's im Auge. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Ja, was bist du? Ein Felilo. Level 5, gucken wir mal, ob es wieder klappt. Ah, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Thank you.
So, jetzt wird's aber. Na, dann haben wir mal einen Pokéball verschwendet. Ist auch nicht weiter tragisch. Lieben gerne Leute, um sich an ihrer Frustration zu erfreuen. Mit Kleptifuchs verbindet es eine tiefe Rivalität. Und dann behalte ich aber, glaube ich, lieber Kleptifuchs im Team. So, und dann geht's auf zum ersten Trainerkampf, würde ich sagen. Unsere Augen treffen sich. Die Musik steigt. Die Spannung steigt. So. Wenn sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen, gehört es sich einfach zu kämpfen. Ja, das dachte ich ja gerade. Knirps Tommy aus. Knirps Timmy fordert dich heraus. Ach, Raffel hieß das denn. Ja, das brauchen wir auch noch. Zumindest für einen Pokédex-Eintrag. Nochmal mit Blut hinterher. Ja, sehr schön. Und gleich noch einen Rutenschlag, einen Ruckzuckkeeper und dann war es das auch. Und wir haben unseren ersten normalen Trainerkampf gewonnen. Da haben wieder ein paar aufgelevelt. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Und ich glaube, wir können mal... Oh, haben wir hier neue Einträge? Pokédex, Geheimgeschenk, alles klar. Dann nehmen wir mal... Kleptifuchs nach vorne, würde ich sagen. Ja. Gucken wir mal, was der so kann. Oh, was ist das denn hier? Ein Kameha. Psst. Ja, komm, Rügle. Oh, das war schon ein Volltreffer. Ah, okay. Greift mehrmals an. 4 Treffer. 5 Treffer. 6 Treffer. Ja, nice. Na gut, dass wir Hoplo weggenommen haben. Man bekommt ja schon recht am Anfang viele, viele verschiedene Pokémon. Fand ich cool. Wenn das jetzt noch ein Wassertyp hat, sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Alter, wie schnell Hoplo einfach levelt. Typ Wasser, ja, sehr cool. Schnappt sofort nach allem, was ihm unterkommt. Der Grund dafür ist anscheinend, dass seine wachsenden Vorderzähne jucken. Dem jucken die Zähne. Dann nehmen wir den mal in mein Team. Und schicken dafür Philino nach Hause. Wir haben ja schon einen ordentlichen Typ. Hat er sich gerade hier eingebuddelt? Lol. Oh, zwei Tränke gleich gefunden. Interessant. Hier können wir runterspringen. Haben wir noch was hier? Nein. No. Dann nehmen wir das Eichhörnchen hier auch mit. Ein Raffel. Ah, das ist auch wieder ein.
Aber interessant, dass es jetzt wieder beides gibt. So Pokémon, die tatsächlich auch im Gras versteckt sind und welche, die frei herumlaufen. Ich bin echt gespannt, wie das nachher in der Naturzone aussehen wird. Die konnte man sich auch vorher schon mit einer App angucken. Die App war allerdings komplett auf Japanisch, Koreanisch und traditionelles Chinesisch oder so. Deswegen habe ich mich da auch nicht rangewagt. Aber da konnte man die Naturzone schon so ein bisschen begutachten. Und jetzt geht's in den nächsten Kampf. Wer niedlich ist und stark, ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Und was bin ich? Niedlich oder stark? Sagt jetzt nichts. Aber klappt die Fuchs ja schon recht niedlich. Wir sind schon relativ angeschlagen und was sehr. Na, dann wäre doch Voldi eigentlich jetzt mal perfekt dafür. Sehen wir den auch mal, den kleinen Dackel hier. Gut, allzu viel Schaden macht er jetzt auch nicht. So viel Schaden machen wir aber auch nicht. Es steht sogar da, was sehr effektiv ist. Also ein bisschen Loop Support. Aber für die ganzen neuen Pokémon kann das vielleicht nicht schaden. Ich glaube, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Beste, dass ich mir für jeden hier gleich die Typen merke. Unser Voldi schlägt sich auch ganz gut. Na gut, hätte er jetzt gegen Wasser-Pokémon verloren, dann wäre er auch aus dem Team geflogen. Da sind wir knallhart. Na gut, eine Chance hätte er vielleicht noch bekommen. Vielleicht sollte ich mein Motto überdenken. Das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Ah, mach dir nichts draus. Gegen uns hast du einfach keine Chance gehabt. Jetzt holen wir uns doch mal so einen Raffel. Nein! Ich wollte Ruckzuck-Kiebe einsetzen, ich bin so schlau. Oh nein. Bitte greif nicht an. Natürlich greift er an. Aber mit einer Unlichtattacke, tja, kann man machen. Bringt nur nichts. Jetzt wird es aber vielleicht doch ein bisschen eng. Ja, wir greifen noch einmal an. Und dann setzen wir den Pokéball ein. Aber auch noch ein Volltreffer. Sehr gut. Und jetzt. Nein. Jetzt setzt er Tackle ein. Bitte. Na, es war so klar. Ja, dann rufen wir doch mal Sensex. Und mal gucken, was der für Attack. Okay, ja. Käfertrutz. Cool. Weil Käfer-Pokémon sind ja dafür bekannt, dass sie sich recht schnell entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt eine Entwicklungsstufe hat, aber vielleicht finden wir es noch raus. Nein! Bleibst du gefälligst drin? Na, das kleine Eichhörnchen hier macht ganz schön Rabatz. Das war echt ganz schön ein Rabatt. Okay, dann müssen wir. Ja, dann kommt halt Marco. Wehe, wir besiegen das jetzt gleich. Attackeninfo. Das macht 40 Stärke und 40. Okay, dann ist es egal, was wir einsetzen. Dann machen wir Ruckzucki. Und wir besiegen es. Oh. Oh. Ich erhalte 140 Watt. Watt erhalte ich?
Das war der Vogel, ne? Ja. Mikro. Ja, das Eichhörnchen kriegen wir noch. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Denkst du? Ein Sensekt. Das ist doch jetzt mal ein guter Part für unseren Mikro. Süß. Ach, das war ein Volltreffer. Ich meine, aua. Clownwetzer Pizza. Clownwetzer ist, glaube ich, auch ordentlich Typ, ne? Tadam. Kleptikfuchs war ordentlich. Der Kampf und so weiter haben wir nicht dabei. Dann bleiben wir erstmal bei Mikro. Auch noch Level 7. Mal gucken, wer mehr Schaden macht. Ja, ich denke, das können wir für uns entscheiden. Unser Mikro macht hier einen guten Job. Würden wir dann noch ein zweites Mal hinterher angreifen und dann war es das auch. Ich verliere wirklich gegen jeden. Egal, ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Oh, jetzt tut er mir ein bisschen leid. Ich wollte ihn jetzt nicht treffen. Kränken oder traurig machen. Ein Garados. Will's haben. Ich lass mich hin da. Kann ich angeln? Kann ich surfen? Oh, was war da? Ah, wir können angeln an. Alles klar, wo diese Blubberbläschen sind, können wir angeln. Krass. Das mächtigste Pokémon aller Zeiten. Egal, fangen können wir es trotzdem noch. Oh nein, Klatsche. Wir haben keine Chance. Ich bin mal gespannt, ob es in diesem Teil auch wieder einen Pokémon-Trainer gibt, der 6 Carpador hat. Gab es ja eigentlich in jedem, fast jedem Teil, so einen Carpador-Trainer. Die waren einfach immer eine mega nette. Hey, wir haben einen Carpador. Chaka. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Es ist nutzlos, was Kraft und Geschwindigkeit angeht. Dieses Pokémon ist das schwächste und erbärmlichste der Welt. Boah, das ist aber auch sehr nett, was sie schreiben. Ja, natürlich will ich das in meinem Team haben. Können wir dann nochmal angeln? Achso, es gibt also immer diese bevorzugten Angelstellen hier. Yay, noch ein Carpador. Kann ich nicht einen Carpador an den Haken machen, dass wir auf den Garados angeln? Aber jetzt kann ich noch nicht mal abhauen, oder was? Ja, okay. Wenn er es denn so haben will. Kostet uns ja nur AP. Ach cool, wenn die paralysiert sind, ist die Animation auch langsamer. Das ist echt ein nettes Detail. Gefällt mir. Tadam. Das war's dann mit Carpador. Was ist das? Ist das ein Relikant ist das nicht.
Ja, wird noch interessant werden. Schutz bekommen. Sehr gut. Ha, war knapp. So. Hauptsache, wir müssen jetzt nicht nochmal kämpfen. Schau mal, da ist die Professorin. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha! Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolica. Kommt nur mit herein. Magnolica hieß sie. Ah. Was sehe ich da? Hopp, dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Desert sein. Meine Enkelin Sanya hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Desert, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst, wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Delian. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Du willst du etwa nicht, dass sie daran teilnimmt, Delian? Hopp und Desert sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Gala irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich auch recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Wie er schon jubelt. Okay. Na schön. Ihr solltet eure Empfehlungsbriefe haben. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr mir einen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich noch eure Pokémon fit. Ja, wenigstens etwas. Danke, danke. Oh, coole Sache. Desert, ich warte draußen auf dich. Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Ein richtiger Kampf ist gut für eure Pokémon. Und was gut für eure Pokémon ist, ist auch gut für euch. Oh, hier steht auch so ein Hanekams, Kamehaps. Was ist denn das für ein Pokal hier? Können wir nicht angucken. Wer ist er? Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Nicht? Deswegen habe ich wahrscheinlich keinen grünen Daumen. Was ist das für ein Zimmer? Das ist doch nicht hier von Magnolica, oder? Man nennt die Kopfhörer. Hier könnte auch so eine Gaming Area sein. Make-up Set. Das ist wahrscheinlich Sanyas Zimmer hier. Gut, dann gehen wir mit Klempi Fuchs, wie auch immer, in den Kampf. Ich denke mal schon. Oh, da hinten erblicken meine Augen noch etwas. Einen Superball, jetzt schon. Nice. Tafelwasser, auch nicht verkehrt. Schon mal ein bisschen besser als diese Tränke.
hinten noch was? Ist das ein gelber Ball? Eine TM. Würde mich mal interessieren, ob die sich hier jetzt verbrauchen oder ob man die auch beliebig oft benutzen kann. Werden wir auch noch früher oder später herausfinden. Jetzt heißt es erstmal auf zum Kampf. Du willst diese Empfehlung von Delian doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Desert. Sogar ein richtiges Arena-Feld hier. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Du hast jede Menge Potenzial. Deshalb will ich auch, dass du der Rivale meines Bruders wirst. Na denn, auf zum Kampf. Ich will der Allerbeste sein. Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung. Sonst wird das nichts mit der Arelan-Challenge. Wir müssen Delian in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arelan-Challenge haben. Dann, los geht's. Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinen Ruf als Delian der Unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Naja, gucken wir mal, was das für eine Legende wird. Wolli, was ist das für ein Typ? Normal, denke ich mal, ne? Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal prüfen. Oh, er hat auch schon einen Pokémon gefangen. Ja, wir holen uns mal den ersten Zug. Der macht auch einen Schaden. Gucken wir mal, wie es dann mit Prügler aussieht. Und er hat immerhin noch einen kleinen Step-Bonus drauf. Das immer 6-mal? Na, jetzt könnten mal so ein, zwei Volltreffer dabei sein. Sonst wird's, glaube ich, knapp. Das war ein Volltreffer. Sehr gut. Ein Volltreffer. Ihr seid echt voll bei der Sache, was? War das jetzt gescriptet, dass das ein Volltreffer wird? Noch einmal Prügler. Jawoll. Hast du gut gemacht, Klumpi-Fuchs. Klepti-Fuchs. Entschuldige. Oh, alle wieder am Leveln. Wir haben doch gar keine EP-Teile. Chimpap, dann holen wir mal Micro. Das würde ich mir auch noch wünschen, dass man das ausschalten kann, dass hier alle mitskillen. Das macht es dann doch relativ einfach. Jetzt gehen wir alles. Hier kommt unsere wildwuchernde Pflanzenkraft. Geil, ein Zweig. Das ist die Kraft der Pflanze. Wahnsinn, du hast echt die Wechselwirkung zwischen den Typen da schon richtig drauf oder so. Heuler und so sind so nervig. Zögern alles nur hinaus. Sonst hätten wir ihn jetzt gehabt. Gut, Ruckzuck-Creep haben wir nicht. Dann machen wir so weiter. Na gut, aber sein Chimpap ist auch schon Level 8. Also scheint er wenigstens ein bisschen mitzuziehen beim Level. Obwohl unser Hopplo schon Level 11.
ein Mikro. Und dann kommt... Ah, dann beruhigt mal Voldi. Aber Voldi könnte nochmal eine andere Elektroattacke gebrauchen. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Bitte? Wo wird das knapp? Du hast ein Pokémon, ich hab nur 6. Aber okay, es wird knapp. Und das war's dann auch schon. Zweimal Wangenrubbler und weg ist er. Die leveln echt heftig hier. Eieiei. Was für eine Enttäuschung. Aber wenigstens habe ich in dir einen würdigen Rivalen gefunden. Ja, dabei hatten meine Würfe diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker, oder? Mich schon. Was für ein Kampf. Desert, Hopp, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Vielen Dank. Danke, Dalian. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokebälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist unglaublich mitreißend, Desert. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Desert? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Dalian zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Einer von uns? Du meinst wohl ich. Klasse, mit einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Hey Desert, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, es sind sogar 2 Wunschsterne. Was ein Zufall. Hier, den kannst du haben. In Gala verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innewohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon maximieren. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur von Menschen, die einen ungewöhnlichen starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich es mir 3-mal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ah, stimmt. Sie sind ja Spezialisten in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Desert und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamax maximieren könnten. Vielen Dank, dass du für mich mitsprichst, aber gut. Erst begegnen wir in Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar 2 Wunschsterne direkt vor die Füße. Das war ein bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen. Falls ihr mal kosten wollt. Geht's hier eigentlich nur um Essen? Ich meine, ich hab nichts gegen Essen, aber... schon ein bisschen
aufdringlich mit dem Essen hier. Grillabend hier, Abendbrot da. Endlich ist es morgen. Jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hopp. Du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber erzählen? Desert hat im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gut wie nichts erinnern. Na, toll. Schaut mal, ich habe hier etwas für euch, Desert und Hopp. Du hast einen Dynamax-Band von Professor Magnolica erhalten und es sofort angezogen. Bekommt man auch relativ früh im Game, muss ich sagen. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Oh, danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaximieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt es Pokémon riesengroß werden, aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof Desert. Fertig? Los! Ja, lauf mal. Okay. Sagt er jetzt noch was anderes? Auch nicht. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir denn in der nächsten Folge sind mit den Dynamaximieren. Vielleicht werden wir in der Folge dann Großes erleben, Großes sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr wieder dabei wart und wünsche euch dann noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, wie auch immer. Und dann macht's gut. Ciao.